Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir überweisen den Antrag jetzt zum Glück auch in den Hauptausschuss. Da können wir uns dann, wenn die Gemüter alle wieder ein bisschen runtergekocht sind, da nochmal drüber unterhalten, weil man kann es ja im Prinzip relativ einfach herunterbrechen. Der Zoodirektor hat sich bei der neuen Preisgestaltung Gedanken gemacht. Und wir stellen jetzt hier fest, dass vielleicht an dieser einen Stellschraube, es betrifft ja auch nur die über 16-Jährigen, über 16-jährigen Studenten, Hartz-IV-Empfänger und Ähnliches. Zum Beispiel, wenn es darum geht, es geht nicht um die Kinder. Die sind bei dem gleichen, da hat sich nichts an den Preisen oder Ähnliches geändert. Also es ist eine bestimmte Gruppe von Menschen, die jetzt durch die neue Preisgestaltung benachteiligt werden. Und wir gucken uns das im Hauptausschuss an. Und ich glaube, das wird auch eine Lösung dafür finden. Mal über so viel Geld reden wir da nicht, wenn man das wieder zurückmacht. Ich glaube, die Intention, die der Herr Knieling hatte und die wir ja auch hier drin haben, ist ja, die Eintrittspreise bei den Tageskarten hochzusetzen, die Dauerkartenpreise herunterzusetzen, was dazu führt, dass vor allem die Berliner, die zum Beispiel den Tierpark sehr stark als Dauerinstitution benutzen, bevorzugt werden. Und dass zum Beispiel im Zoo, wo auch viele Touristen sind, die halt ein bisschen mehr zahlen können. Wir könnten uns ja auch mal schauen. Spanien ist ein sehr starker Vorreiter bei diesen ganzen Residentensachen. Das heißt, dass die halt Anwohner immer günstiger reinlassen und die Touristen immer teurer dann. Und wenn das in Spanien geht, dann muss das ja mit dem EU-Recht irgendwie vereinbar sein. Deswegen könnten wir uns das in Berlin ja auch da nochmal quasi für die nächste Wahlperiode mal angucken. Das kriegen wir jetzt auf die Schnelle nicht mehr hin. Aber dass man da auch nochmal schauen kann. Aber ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Preisgestaltung bei der Herabsetzung der Dauerkartenpreise für das gesamte Jahr, also der Jahreskartenpreise, vor allen Dingen für die Berliner ein Vorteil ist, weil wer sich wirklich ernsthaft, also für den Normalverdiener jetzt, ich rede noch nicht über die gesenkten Preise, aber 49 Euro, da kann man sich wirklich schnell mal die Gedanken machen, ob man sich nicht die Jahreskarte holt, weil was Spielplätze angeht oder auch Erholungsgebiete ist, was Tierpark und Zoo bieten, doch eine völlig andere Klasse als der Spielplatz um die Ecke meistens im Kiez oder auch viele Grünflächen. Ich glaube, das ist schon eine sinnvolle Idee, die der Knieling da auch gemacht hat. Und wir sehen ja auch, dass bestimmte Bereiche im Zoo und im Tierpark jetzt auch weiter entwickelt werden. Deshalb gehe ich davon aus, dass wenn wir das im Hauptausschuss machen, dort vielleicht einen kleinen Bericht dann abfragen, um wie viel Geld es denn in seiner Prognose dann wirklich geht. Ich gehe davon aus, dass es, wenn überhaupt, vielleicht ein fünfstelliger, wenn es gerade so vielleicht ein sechsstelliger Betrag sein wird. Wenn der Zoodirektor dann sagt, das kann er auf keinen Fall finanzieren, dann müssen wir uns im Zweifelsfall überlegen, ob wir als Parlament das da nicht hinterher schießen, weil das sind echt Beträge für eine Gruppe von Menschen, die es nicht verdient hat, dass wir sie aus diesen Einrichtungen quasi über das Geld ausgrenzen, weil das sind echt Peanuts. Aber ich glaube und habe eigentlich auch im Grundtenor von allen Rednern, die hier auch gesprochen haben, egal mit welcher Hitzigkeit, verstanden, dass wir uns da schon einigen werden. Ja, okay, aber das sind ja jetzt, wenn man jetzt vielleicht nicht die gesamte Mehrheit in diesem Parlament. Und vielleicht kriegen wir das im Hauptausschuss ja dann, wenn alles abgekühlt ist, dann schon über die Bühne. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Herberg.